Jeden Tag halten wir Geld in unseren Händen. Aber wie gehen wir damit am besten um? Klar, man kann es ausgeben oder sparen. Und derjenige kann sich glücklich schätzen, dem beides gelingt. Das ist allerdings gar nicht so leicht. Denn überall versucht uns Werbung mit aktuellen Angeboten zum Kauf der neuesten Produkte zu verführen. Wenn wir immer das Neueste vom Neuesten haben wollen, kaufen wir vorschnell viel zu viel. Am Ende landen viele der Sachen in der Ecke und wir ärgern uns, dass wir unser Geld für etwas ausgegeben haben, was wir gar nicht wirklich brauchen. Unter Umständen fehlt das Geld dann sogar für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Andererseits ist es ja nur natürlich, dass man auch Träume und Wünsche hat, für die es sich zu sparen lohnt. Wenn ihr euch also über eure Wünsche im Klaren seid, wisst ihr auch, welches Sparziel ihr dafür erfüllen müsst. Und damit du nie mehr ausgibst, als du hast, und im Idealfall sogar noch genug Geld für Unvorhersehbares behältst, planst du am besten deine Einnahmen und Ausgaben. Wenn du zum Beispiel auf einen neuen Roller sparst, reicht das Taschengeld alleine nicht aus. Durch Rasenmähen kannst du aber beispielsweise etwas für die Verwirklichung dieses Wunsches hinzuverdienen. Du hättest auch noch gerne die neue Spielekonsole? Warum nicht dem Nachbarn beim Autowaschen helfen, um schneller das Geld dafür zusammen zu haben? Und wenn du auf Kinobesuche nicht verzichten magst, kannst du dir durch Babysitten finanziellen Spielraum schaffen. Achte aber immer gut darauf, monatlich genügend Geld auf die Seite zu legen, um dein Sparziel zu erreichen. Sparen ist nicht einfach. Es gibt viele Geldanlageprodukte. Du solltest immer prüfen, ob du rechtzeitig an dein Geld herankommst, wie viel Gewinn du nach Kosten machst und wie sicher es ist, dass du dein Geld zurückbekommst. Lass dir immer auf alle drei Fragen eine Antwort geben. Deine Anlage muss zu dir passen und nicht umgekehrt. Es ist nicht immer einfach, den Durchblick zu behalten. My Finance Coach hilft dir mit tollen Tipps dabei. Mach dich schlau auf www.myfinancecoach.de.